and his mother lived alone. So, hallo, nach einer, wie ich finde, recht lustren gemeinsamen letzten Runde, in der wir mit Counter, Jan und Ricardo zusammen uns mit Tainted Forgotten gegen Gwydia gestellt haben. Ultra Gwyd heißt er ja, der Modus heißt Gwydia, ich verwechsel das immer. Ist jetzt Bethany an der Reihe, wenn ich richtig liege. Genau, wir haben noch zwei Charaktere, Bethany und, ja, so gesehen drei, denn Jakob und Esau sind ja, Esau ist ein Charakter, aber für mich irgendwie zwei, I don't know. Vielleicht ist es hier tatsächlich ein Charakter, man weiß nicht, was sie draus gemacht haben. Jetzt jedenfalls erstmal Bethany, die im Original das Book of Virtues hatte. Und jetzt bin ich gespannt. Blood Power, Weaker Items und Lemmigetton. Oder Lemmigetton oder Limgetton, I don't know, whatever. Übrigens, wenn wir hier durch sind mit den Charakteren, dann werde ich mir mal die Challenges zu Gemüte führen und gucken, was wir da noch machen können. Da soll es auch noch einige Challenges geben, die ziemlich cool sind. Die wir noch nicht gemacht haben. Also, ich rede jetzt nicht von Ultrahard. Ultrahard bleibt erstmal auf Eis. So, jetzt aber erstmal Bethany im Gwydia-Mode. Ich bin gespannt, was sie kann. Oder auch nicht. Okay, dieses Lemmigetton ist schon mal was, was sich sehr lange auflädt. Offenbar. Okay, sie hat ordentliche Schüsse. Sie hat nur drei blaue Herzen. Das ist schlecht. Okay, so, was macht das Buch? Okay, das... Oh, ich kann das zweimal machen. Dann habe ich so einen Geist. Okay. Okay. Behalte ich das? Ja, nur dann kann ich das ja gleich mal so weiterspielen. Na, wenn ich das eh behalte, kann ich das ja mal weiterspielen. Wir werden rausfinden, was es tut. Ich sehe auch, sie hat wieder dieses... Wenn ihr da mal hinschaut, oben... Übrigens, die Anzeige haben sie, hätten sie ein bisschen verschieben können. Also, denen ihre Statusanzeige von den Stats rutscht jetzt in die Dings rein, weil jetzt noch das Herz dazu kommt. Wow. Okay, meinetwegen. Jedenfalls ist da jetzt wieder so ein rote Herzen-Ding diesmal. Sonst war es blaue Herzen. Ist es jetzt mit roten Herzen dann, dass man so Sachen einsetzen kann? Also sie hat ja schon mal kein Buch auf Dings. Kann ich das jetzt? Aha. Okay, es sind jetzt rote Herzen bei ihr geworden. Interessant. Was jetzt diese Dinger um mich rum machen, weiß ich natürlich noch nicht. Das hier... Ja, komm, wir probieren's. Okay, ich kann's. Yes. Wir haben jetzt eh recht viele Bomben. Dann können wir auch einmal hier sprengen. Schade. Na gut, dann müssen wir in den normalen Kampf gehen. Jetzt darf ich natürlich nicht mehr einfach stoppen. Na, jetzt ist das Stoppen wieder etwas teurer. Das lassen wir natürlich schön bleiben. Aber dann gucken wir mal, ob wir kampftechnisch... Ich meine, dass allein, dass dieser Geist da ist, ist ja schon mal cool. Keine Ahnung, wo der herkommt. Ich habe so eine Geistflamme auch um mich rum. Vielleicht geht der auch weg, sobald diese Flamme kaputt ist. Keine Ahnung, wir werden sehen. Aber der Geist grundsätzlich ist ja absolut großartig. Also über den freut man sich ja auch normalerweise. Und ich habe den an sich jetzt nicht als Item. Also der muss über diese Flamme gekommen sein. Ich bin jetzt mal gespannt. Ach so! Ich verstehe, der rote Balken waren die Herzen. Ja klar, der rote Balken von dem Lemmigetton da unten waren die Herzen. Ja, jetzt ergibt das natürlich Sinn. Jetzt ergibt das natürlich Sinn. Okay, der rote Balken sind die Herzen, der grüne Balken ist das normale. Ich fürchte, sobald ich mit dem Geist Gegner berühre, ist der hier auch dann verschwunden. Ja, jetzt ist er, jetzt hat sie ihn erwischt. Jetzt hat sie ihn erwischt. Genau. Jetzt kann ich Lemmigetton wieder einsetzen. Ah, okay. Der spawnt irgendwelche random Familiars. Okay. Okay, das ist natürlich für Gwydia Mode richtig cool wieder am Anfang. Weil es ja wie ein Spacebar-Item ist, was Familiar spawnt. Erstmal grundsätzlich. Und wenn ich mehr rote Herzen habe, kann ich sowieso mehr davon spawnen.
Ja, ja, es läuft gerade super. Jetzt ist alles weg. Jetzt ist alles weg. Das heißt, Problem bei ihr wird wie immer sein, die Energie. Weil die blauen Herzen halt nicht aufgefüllt werden so schnell. Ja, moin. Aber das heißt auch, ich kann das Lemmigetton am Anfang sofort einsetzen. Denn die Effekte bleiben, bis ich drauf gehe. Okay. Okay, alles klar. Dann sind wir doch schon mal schlauer, was das angeht. So. Diesmal keine Bomben, kein gar nichts. Aber dann ist der Anfang genauso wie bei jedem anderen Charakter auch. Man hat entweder Glück und kommt direkt in den Itemraum oder halt nicht. Und der Stachelraum ist für mich erstmal tabu, weil das würde ein ganzes blaues Herz bedeuten. Wobei am Anfang kann man es ja riskieren. Und gucken. Naja, vielleicht ist es am Ende sinnvoll. Wir werden sehen. Zack. Jetzt habe ich Kills Heal, okay. Aber das habe ich jetzt nur so lange, das hier auf. Achso, aber es bringt mir gar nichts, weil. Ja. Wä. Nein, es ist kein Random Familiar. Es ist ein Random. Irgendein Item Random. Und das behält man, solange die Flamme um einen rum ist. Na, jetzt habe ich Loki's Tears. Das so Kreuzdinger um mich rum. Also, das so kreuzförmig von mir wegschießt. So plusförmig, wollte ich sagen. Das ist ja... Okay. Es ist nicht ein Familiar. Es waren von zufällig zwei Familiar. Es war nämlich der... Der Geist und Dings. Okay. Ja, und jetzt ist kaputt. Jetzt habe ich noch Loki's Tears. Das andere, was mir eh nichts bringt, habe ich jetzt schon nicht mehr. Aber gleich kann ich wieder beides einsetzen. Nee, eines kann ich gleich wieder einsetzen. Das mit dem Roten dürfte ja nicht möglich sein. Ich habe nur ein Herz. Ich glaube, man braucht halt 6 dafür, ne? Aber das Grüne kann ich gleich wieder einsetzen. Ach so, ich könnte jetzt mit dem Roten zusammen... Ja, sowas. Ich weiß wieder. Maggie's Bow, HP ab und... Ah, okay, man kann also auf die Art und Weise... Oha. Dann kannst du ja übelst krass werden mit dem Ding. Dann ist es essentiell wichtig für sie, Batterie-Items zu bekommen. Dass sie möglichst viel von dem Ding einsammeln kann. Da kannst du ja, also da kannst du dich ja praktisch, mit jeder Aufladung ist es ja wie wenn du in den Itemraum reinkommst. Halt temporär, ne? Es geht nur solange die Flamme hält. Wenn die Flamme kaputt ist, ist auch das ganze Ding kaputt. Aber ich bin noch ein bisschen zu abgelenkt. Aber das ist ja cool. Das gefällt mir. Das heißt, ich muss auch gut gucken, was sich auslöst. Bugatiers jetzt? Das war genau, das war das, dass da so ein Dings mit dazu kommt. Und Hot Bombs. Burning Blast plus 5 Bombs. Okay, die Bomben habe ich jetzt nicht bekommen. Das heißt, es ist nicht der komplette Effekt, wenn ich das Item einsammle. Ich verstehe. Ancient Recall. Mit Jerio könnten wir gleich mal, okay, was macht The Tower? Fragezeichen. Das ist eins der freigeschalteten, als wir Greedia besiegt haben. Was macht The Tower? Fragezeichen. Wo bist du? Achso, ich kann The Tower eingeben. Ja, da ist sie. Spawn 6 clusters of rocks and objects that normally appear on this floor. It won't block any doors that exist. Rocks have a pretty good chance to become tinted rocks. Ah, I see. Das, okay. Ich kann es also einfach mal testen. Oh. 6 cluster of rocks. Jetzt habe ich es richtig gelesen. Huch. Okay. Und hier tatsächlich ist ein Tinted Rock dabei. Ja, den kann ich jetzt mit dem normalen The Tower auch gleich wieder erledigen. Nice. Oh shit. Ja, das hat gut funktioniert. Okay, dann machen wir das so. Ich will mich verarscht. Okay, Devil ist cool.
Aber ich fühle mich verarscht. Come on. Ja, war jetzt eh dumm. Also, das spielen wir jetzt nicht weiter. Außer wir kriegen jetzt hier gleich nochmal eine krasse Geschichte dazu. Oh, da muss ich aber wieder aufpassen. Böse aufpassen, dass es mir hier nicht gleichzeitig mein Dings wegfetzt. Oh, nice. Wir können die Truhe öffnen. Ich weiß, wir könnten auch in den Itemraum. Aber gerade ist mir die Truhe... Gerade ist mir die Truhe lieber. Könnte ich nämlich schon wieder das Lemmageddon einsetzen. Wir haben 2 normale Aufladungen und 4 Herzen. Let's go. Speedball. Also die Statuseffekte bekommt es, aber... Ja, okay. The World, Cherio... Zeigt The World den Geheimraum? Nee, ne? Nee, never mind. Dann ist es eh Quatsch. Mit Cherio könnten wir natürlich einmal umsonst in den Dings reingehen und dann müssen wir halt das halbe Herz noch opfern. Scheiß drauf. Das ist nicht so gut. Okay. Ja, dann kämpfen wir jetzt halt mal und gucken, was passiert. Ist jetzt nicht die beste Voraussetzung, I know. Weil es nur vom Herzen her nicht die beste Voraussetzung ist, sondern allem anderen her ist es cool. Also wenn ich einfach mal gut spielen würde, dann würde auch nichts passieren. Boah, aber jetzt bin ich so gewohnt, das zu stoppen. Jetzt bin ich es gar nicht mehr gewohnt, gegen riesige Wellen zu kämpfen. Oh je. So, aber in 2 Aufladungen, in zwei Waves können wir auch wieder einen Lemmageddon einsetzen. Überleg gerade, wie ich den Namen interpretieren soll. Lemmageddon. Let me get on. Nee. Lemmageddon. Mom's Rick, you feel itchy, okay. Da kommen Fliegen, glaube ich, dann raus, ne? Wenn man Gegner irgendwas hat es mit Fliegen zu tun. Entweder aus mir kamen Fliegen bei Schüssen oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas war das. Oder wenn ich getroffen werde oder so. Ah, nee, da kommt die Spinne. Da kommt die Spinne, genau. Ich komm einfach so manchmal raus. Aber im Moment haben wir wirklich 4 Items um uns rum. Und solange wir nicht getroffen werden, bleiben die. Das ist schon cool. Ich hoffe, das müssen wir auch gleich testen, dann, wenn wir jetzt mal irgendwann weiterkommen sollten. Ich hoffe, die bleiben auch über die Ebene. Aber wir werden sehen. So, letzte Runde. Ah, jetzt hat es die erste erwischt. Aber die sind gleichzeitig ja auch ein Schutz für mich. Was hat es denn eigentlich erwischt? Ich sehe das gar nicht. Oh, da muss ich jetzt gut hingucken, was weg ist. Der Speedball ist noch da. You feel itchy ist noch da, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Der Booger? Der Booger ist auch noch da. Was hatte ich denn noch? Ich weiß es schon nicht mehr. Scheiße. Okay. Achso, ich wollte Devil mitnehmen. Ja, eigentlich könnte ich Devil auch einsetzen, wenn ich Devil mitnehme. Das wäre eine Idee gewesen. So, aber jetzt auf jeden Fall erstmal dieses Item hier kaufen, weil das ist großartig, dieses Item, und ich liebe es. Und wenn wir sowieso auf Batterie-Items versuchen zu gehen, dann ist das natürlich auch der Way to go für mich. Oha! Das war nicht ganz, was ich wollte, aber ist okay. Ich glaube, wir riskieren hier nichts. Dass wir schön den anderen Kampf dann alleine bestreiten. Oh ja, es ist der gleiche. Okay. Passt. Und dann können wir noch den Itemraum uns holen. Ich wollte nur als erstes das... Weil das ist halt ein großartiges Item für Dings hier, ne? Oh, das war knapp. Für, weißt du schon. Für den Greedier Mode. Dieses schwarze Loch. Wenn es nicht plötzlich wieder verschwindet aus irgendwelchen unbekannten Gründen. Dann ist es ein großartiges Item. Da habe ich das eine Mal nicht ganz verstanden, warum es einfach verschwunden ist. Ist heute übrigens nicht. Irgendwann war es einfach mal weg. So. Tschüss.
einfach gesagt, tschüss, ich bin weg, und dann waren die Gegner wieder frei und ich war vollkommen unvorbereitet. So. Aber dann gehen wir jetzt nach der Runde erstmal in den Itemraum. Und gucken, was es da noch Hübsches gibt. Dann kriegt sie eigentlich wirklich richtig viele Items. Also gefällt mir. Ist auch wieder ein Charakter, wo ich mich tatsächlich jetzt im normalen Spiel schon drauf freue, das zu machen. So, die blauen Herzen natürlich als einziges sind natürlich problematisch, aber ich meine, ist jetzt besser als ein Glow-Baby, ne? Okay, so, Schlüssel. Schlüsseli. Wage, auch nice. Okay. Dann Attack Fly, okay. Die wird wahrscheinlich am ehesten irgendwann sich verabschieden. Aber wir gucken mal, wie lange wir sie behalten können. Die Frage ist auch, wie viele Sachen kann ich um mich rum haben? Also bei Bethany, beim normalen war es, glaube ich, 8 Flammen, die man um sich rum haben konnte. Sind es dann hier auch 8 Itemflammen oder sowas? Oh, Junge! Das war super knapp. Ich mach hier schon wieder Shit. Ich meine, zugegeben, die Energie ist nicht optimal, die ich habe, ne? Aber wir gucken mal. Uah! Irgendwas hat's gekillt. Irgendeine Flamme hat sich verabschiedet. Ah, mein Wick hat sich verabschiedet! Es hat sich noch was verabschiedet. Die Attackfly ist noch da. Die Booger sind nicht mehr da. Der Booger ist weg. Okay. Also man muss sich dann natürlich auch von Dingen verabschieden können, ne? Das ist auch klar. Aber alleine dieses Black Hole Ding wieder zu haben, ist schon cool. Oh, das ist der da. Wir machen ab. Da gehen wir nicht rein. Ganz wichtig. Und jetzt nehmen wir noch Devil mit. So. Jetzt gleich umschwitchen, dass ich es nicht versehentlich mit Q einsetze. Das wäre doof. Hier ist auch kein blauer Stein. Dann würde ich die Bombe, die wir haben, jetzt auch einfach behalten. Mehr kann ich hier nicht tun, ne? Nee. Gut. Dann kann man natürlich jetzt mit Geld auch... Oh! Blaue Herzen ja kaufen. Aber dann ist es... Nein, das ist glaube ich, Quatsch. Blaue Herzen, sage ich schon. Rote Herzen. Wollte ich sagen. Ja, leider nichts mit Schlüssel-Item. Nur ein Range-Up, was in Ordnung ist, aber jetzt nicht... Der way to go. Oh mein Gott, mein Spacebar-Item kann ich jetzt auch mit Herzen. Yo. Nicht nur das Lemmigetton, das Spacebar-Item auch. Das ist ja super chillig. Das ist ja... Ich weiß, dass es nicht die wahrscheinlichsten sind, die Münzen geben. So viel dazu. Oh mein Gott. Mein Problem ist nur gerade, dass wir einfach nur 1,5 Herzen haben. Oh shit, das darf jetzt nicht schief gehen. Ich hab daneben geworfen. Das war super dumm. Ich habe einfach komplett daneben geworfen. Ja, moin. Doch, aber jetzt habe ich getroffen. Ramming Speed, na, das nützt mir jetzt gar nichts. Ich frage mich auch gerade, ob die negativen Aspekte von Dings dann eigentlich auch mitkommen, wenn man so ein Item bekommt, dass man auch die negativen Aspekte dann mit... Ah, mein Gott. Wird hier gleich ganz kritisch. Okay, schön hier hoch.
Und jetzt kann ich gleich Dings machen. Okay, letzte Phase. Wir haben es geschafft. Wir kommen hier auf jeden Fall schon mal durch. Von dem werde ich jetzt nicht mehr getroffen, von dem Zeug hier. Da müssen wir jetzt ganz dringend auf Herzen gehen. Wir müssen jetzt ganz dringend versuchen, Herzen zu bekommen. Ich hab Steam Sale. Oh mein Gott. Das ist viel zu stark. Okay, ich muss das jetzt kaufen. Es ist zwar nur ein kleines HP-Up, aber es ist halt ein HP-Up. Oh, und es war auch eine Aufladung. Oh, es war gleichzeitig eine Aufladung. War das schon immer so? Weiß ich gar nicht mehr. Muss ja aber eigentlich so sein. Okay, dann Bossfight. Erstmal Lemmigetton vorher wieder. Dead Onion, okay, cool. Cool, 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 cool. Und rein da. Oh, das juckt den gar nicht, ne? Ist nicht so gut. Das hat jetzt nicht wirklich gejuckt. Vielleicht weil die im Boden stecken. Weiß es nicht. Okay, der bleibt eh immer an seiner Stelle. Aber da, oh, das ist eine ungünstige Kombination. Weil es jetzt super gefährlich ist, hochzugehen. Ah! Bin sehr unschlüssig, wie ich das hier angehen sollte. Das ist eine sehr ungeile Kombination. Der dürfte gleich down sein, ne? Wenn ich Glück habe. Ja, die teilen sich ja eine Anzahl. Oh mein Gott! Wo ist er jetzt da? Yes! Nein! Okay, jetzt nur noch ihn. Dann haben wir erstmal wieder ein paar Münzen. Wir haben jetzt ja immer 7er Items, also wir sollten mit der Zeit wieder recht gut. Vor allem, wenn es dann mal blaue Herzen gibt, dann können wir richtig Energie uns holen. Aber ich habe jetzt super Voraussetzungen. Ich muss jetzt nur nutzen. Ich darf mich jetzt nicht treffen lassen. Keinen Fall! Come on! Come on! Okay. So. Was davon ist besser? Der Familiar ist auf jeden Fall. Wait, gibt der Lipstick nicht auch ein Herz? Gibt der Lipstick nicht auch ein Dings? Drops a random heart on the floor. Ah, es könnte, aber es könnte auch nicht. Nee, dann nehme ich lieber die Box und guck, was unter der Box vorkommt. Weil die Box ist ein Familiar zusätzlich. Batterie-Item. Stark. Okay. Okay. Da sehe ich mich. Jetzt halt noch durchhalten die Runde hier. Okay. Kann der da rauskommen? So schnell nicht. Okay. Nein. Du bleibst, wo du bist. Und zwar da unten. Da unten bist du sehr gut. Ja, versuch mal hier hochzukommen. Hihi. Oha. Boah, das war super knapp. Okay, bitte was mit Herzen. Stabil. Okay. Wir haben Voraussetzungen, die sind ganz interessant. Haben wir Bild eigentlich? Ja, wir haben Bild. Gut. Ja, dann. Hier kann ich nichts weiter tun. Also wirklich gar nicht. Ja, ich könnte den Knopf drücken, aber da traue ich mich. Jetzt traue ich mich da nicht mehr hin. Jetzt traue ich mich nicht mehr auf den Knopf.
Das ist mal klar. Jetzt haben wir den Slow-Effekt zusätzlich mit dem Licht. Das ist sehr, sehr geil. Wir haben gute Voraussetzungen. Ich muss sie jetzt nur weiter nutzen. So, gib mir was mit Herzen. Nice. Sehr, sehr gut. Ach so, das lädt auf wegen dem... wegen den Herzen. Das rote Herz, was es mir eigentlich auffüllen würde, wird so auf... Ich versteh's. Oh, das ist voll gut. Das ist voll gut. Okay, wir brauchen unbedingt dann eine Bombe. Wir haben keine Bombe. Natürlich nicht so gut. Aber wir haben wieder Lemageddon zum Einsetzen. Insofern, let's go. Charged Baby, okay. Dann müssen wir da rankommen. Wir brauchen unbedingt irgendwas mit einer Bombe. Na, wir werden sehen. Jetzt aber erstmal, auf geht's. Da war eine Batterie dabei, ne? Nice. Sicht. Kaputt. Nice. Ah, shit. Natürlich nicht treffen. Ich muss so gut wie es geht auf meine Energie achten. Das ist das Wichtigste. Ich muss die Energie behalten und immer aufladen. Okay. Die Batterie jetzt einzusammeln wäre Verschwendung, weil sie mehr wie einen Tick auflädt. Und ich krieg mit der nächsten Phase, die ich starte, wieder einen Tick. Jetzt erstmal Schlüssel. Das ist leider auch kein Bomben-Item. Aber nicht schlecht, keine Frage. Don't get me wrong. Bin damit voll einverstanden. Er kann auch Bomben droppen, ne? Ich würde ihm jetzt mal ihm Geld geben. Er kann ja auch HP abdroppen und so weiter. Nimm du mal. Irgendwas gibt er mir auf jeden Fall. Ey, du bist der Beste. Schade. Aber ist in Ordnung. Wir kriegen hier ja alles, was wir wollen. Ja gut, wobei ich habe jetzt ja. Ist ja gut, kann ich ja. Oh, cool. Auch cool. Lemageddon einsetzen. Extra Pillroom, okay. So, dann machen wir hier noch weiter. Wenn ich ihn schon anfange, dann sollte auch das Item bald kommen. Noch mehr Bomben, cool. Na komm. Sehr schön. Ja, dann kommen jetzt die beiden Bosskämpfe. Jetzt kann ich doch das Lemageddon sofort einsetzen, wegen den Herzen, die ich habe. Machen wir auch gleich. Old Baby, nice. Und einmal das Ding hier.
Sehr schön. Die zweite, für das zweite Ding warte ich kurz. Jetzt. Oh ja, gut, das juckt den nicht weiter. Aber die Gegner juckt, die er losschickt. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch gut. Der macht so Brimstone-Kacke auch, ne? Glück ist aber Feuer kaputt, bevor er zum ersten Mal seinen Brimstone-Scheiß machen kann. Perfekt. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt haben wir ja immer 7er Items. Das heißt, jetzt sollte ich wirklich 7er Items auch nur kaufen, wenn sie mir was bringen. Na gut, das bringt mir schon was. Okay. Gut. Jetzt wird es itemtechnisch hier nichts mehr. Schlüssel wird jetzt sowieso immer 3 kosten. Ist also auch gut und günstig. Dann weiter im Programm. Oh, ich habe meine Dings verloren. Seht ihr? Meine Dead Onion Tears. Also das ist eine Sache, die ist ganz wichtig, da muss man wirklich drauf achten. Die Dinger, die man über die Flammen bekommt, die Items, die darf man nicht als immer gegeben ansehen. Das ist jetzt bei den Onion Tears nicht weiter schlimm. So, das merkt man ja, wenn sie weg sind. Und es tut auch nicht so weh, aber irgendwelche anderen Items, wo man zum Beispiel davon ausgeht, dass man sie hat, muss man enorm drauf achten. Was weiß ich, vielleicht gibt es ja auch, ne, Items, dass man nicht mehr über Stacheln gehen kann und so weiter. Und dann ist es plötzlich weg und man denkt nicht dran und geht über Stacheln. Na, sowas meine ich in der Art. Kann ja sein. Ich weiß ja nicht, was das alles für Items betrifft. Bisher scheint es keine Grenze zu geben, was ich cool finde. Nice. Brauchen wir das natürlich nicht mehr einsetzen, das schwarze Loch. Ey, aber Steam Sale am Anfang bekommen zu haben, ist großartig. Oh mein Gott, das war so ein Glück, dass ich die kaputt gemacht habe. Und normalerweise mache ich die nicht kaputt, weil das eigentlich die, ich sag mal, selteneren, oh mein Gott, ein Engelraum, die selteneren sind, wo man was kriegt. Oh Gott! Ich habe zwar jetzt nicht mehr allzu viel Kohle, aber ich würde natürlich schon die Leiter nehmen. Ja, ich meine, das betrifft sich, das wirkt sich doch sicherlich auch auf Steam Sale aus, ne? So. Okay, will ich dich noch sprengen? Gibst du mir. Aber irgendwas gibst du mir auf jeden Fall. Ich spreng dich. Oh ja, du hast mir richtig viel gegeben. Okay, das war eine doofe Idee. Was soll's. Ach ja, den haben sie mir letztens gesagt. Den kann ich auch sprengen. Der gibt auch Zeug. Sprengen wir den mal noch. Ja, immerhin 2 Münzen. Ist aber eine zu wenig. Ich krieg jetzt, ich werde leider nicht das Engel-Item jetzt kriegen, was ich kaufen könnte. Ah, ist kritisch. Kritisch. Komme ich irgendwie noch an Geld? Nee. Naja, dann. Ich gehe trotzdem hoch, weil. Oh nee, Curse of Darkness. Aber ich werde mich jetzt ärgern. Ja, es ist nicht ganz so schlimm. Es ist nicht ganz so schlimm, weil ich kriege 2 HP. Das ist eigentlich ganz gut sogar. Die nehme ich mir, die nehme ich mir. Energie ist aktuell das Wichtigste. Achso, ich kann nur eins kaufen. Okay, dann kaufe ich noch einen Schlüssel gleich. Wobei, nee, ich kaufe den Schlüssel nicht gleich. Könnte ja sein, dass ich ein Schlüssel-Item noch bekomme. Insofern gehen wir hier wieder raus. Ist jetzt auch nicht das Schlimmste, was man verpassen kann. Weil Fliegen ist jetzt hier nicht... Oh, das sind die... Die Augentropfen, ne? Das Rote sind nicht die Augentropfen, das hier sind die Augentropfen. Aber eigentlich...
kann's. Ist es so schlimm, ja, nett? Ach komm, ich nehme die jetzt wieder mit. Das ist teilweise wirkt es ein bisschen komisch, aber ich habe eh so viele Schüsse durch die ganzen Familias. Wir probieren es einfach aus. So. Okay, da würde ich dann den Kollegen hier kaufen. Hier wollen wir es wagen? Ja, komm. Wir wagen ein Tänzchen mit dem Knopf. Oh, das war kein gutes Tänzchen. Oh, das war gar kein gutes Tänzchen. Hilfe. Wisst ihr was? Kein Risiko. Absolut kein Risiko hier. Huch. Okay, den wollte ich eh kaufen. Dann ist ja gut. Okay. Das, war ein kritischer Knopf, aber ich meine, man muss es halt ausprobieren. Oh, nee. Nee, bin ich ganz ehrlich. Nee. Das geht wieder schief dann. Das geht nachher wieder schief. Das macht man nicht. Milk. Okay, Milk ist lustig. Kann man machen. Aber habe ich die Milk jetzt? Ja, doch, ich habe die Milk. Na gut, ich bin gespannt. Wir gehen in den Kampf. Boah, fuck. Damit habe ich so jetzt nicht gerechnet. Aua! Oh, drei Augen. Ich hasse die Dinger, ne? Scheiße, ey. Die Augen machen halt einen so schnell Schaden. Leo Stompy, ja, okay. Oh, fuck! Wieder nicht so richtig drauf geachtet, was hier los war. Eieieiei. Ah, Energie. Wo gehst du hin mit mir? Puh. Verliere ich den Rage-Effekt, wenn ich jetzt rausgehe? Nein, okay. Das hier wollte ich kaufen. Gut. Energietechnisch leider nichts zu machen, ne? Dann nutze ich mal kurz Stompy. Ne, hierfür nicht. Da traue ich mich nicht, aber hier waren doch so Dinger, ne? Genau. Falls irgendwo ein Dings auftauchen sollte. Schade. Und dann machen wir das noch im Shop. Da drüben waren auch noch Steine, richtig? Yes. Ich muss nur aufpassen, dass da nicht plötzlich eine Bombe dabei ist oder sowas. Sieht gut aus. Leider sieht es aber auch nicht gut aus. Okay. 1,5 Herzen. Wird kritisch. Oh ja, ihr haut mal gleich alle ab. Oh, da war ein Schmutz auf dem Boden. Okay, der Typ geht klar. Der Typ geht klar. Da darf ich jetzt eigentlich nicht getroffen werden. Ach, ich kann Dings einsetzen. Scheiße. Dings. Hier. Bouncy Friend, okay. Sehr cool.
Also am häufigsten kommen Friends, ne? Also ich weiß nicht, ob das Zufall ist, dass es meistens Familias sind oder so. Aber es wirkt schon so ein bisschen. So, jetzt, ja komm, jetzt kaufen wir mal das Speed up. Ja, nice, perfekt. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, sehr schön. Gut. Dann weiter im Programm. Ja, geh mal da rein. Hier, Abflug. Zwei von euch, okay. Mit Batterie in der Mitte. Schön. Solange der Batterie-Friend hier bleibt, ist es ja auch cool, ne? Der Batterie-Boy heißt er, nicht Friend. Batterie-Boy. Nice. Wo ist noch ein Gegner jetzt? Ach, hier die zwei kleinen. Komm, Engelraum. Nice! Ja doch, da bist schon du, meine Wahl. Ach, ich hab wieder Geld aus... Ich Trottel, ich hab wieder Geld ausgegeben, obwohl jetzt der Engel-Dings kommt. Ah, ich hab's vergessen. Aber die Sachen, die wir gekauft haben, waren auch gut. Jetzt brauche ich aber wirklich nicht reingehen. Dann ärgere ich mich nur, wenn es jetzt das Sacred Heart oder sowas gibt. Jetzt brauche ich wirklich nicht hochgehen. Ich muss da dran denken, scheiße. Ich muss da dran denken, dass der Dings kommt. Haben wir noch? Ja, wir haben noch den Effekt. Cool. Schade, nichts mehr. Ja, kann ich nicht. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Es ist halt so. Na gut. Ja, ich habe die Leiter vergessen. Ist blöd. Komm, wir gucken trotzdem rein, dann ärgere ich mich halt. Bankruhen. Die wird mir kaum Geld geben. Ja, sie gibt mir die Viecher. Auch in Ordnung. Ja, es ist okay. Es ist jetzt nicht das Schlimmste, was man verpassen kann, aber es wäre ein cooles Item gewesen. Ich hätte es auf jeden Fall genommen. Ah, ärgerlich. Dumm. War dumm, aber was willst du machen? So, das ist wieder gut, weil da war sogar ein Herz dabei. Das ist sehr schön. Okay. Sehr gut. Oh, unbedingt holen. Unbedingt. Das hier unbedingt. Die anderen Sachen sind jetzt nicht so krass wichtig, aber das hier unbedingt holen. Okay, dann auf geht's in den nächsten Kampf. Gehen die Geister da rein? Nein, die Geister jucken mal wieder überhaupt nicht. Doch, die Geister juckt teilweise so ein bisschen. Ah, shit. Ah, hier, ich kann Dings einsetzen. Oh! Hot Mushroom, auch cool. Wieder ab hier in die Mitte mit euch, Freunde. Warte noch einen Moment, ich will meine roten Herzen nicht unbedingt verschwenden. Shit. Okay, das juckt die Großen auch wieder nicht. Aber es ist eh die letzte Phase. Passt jetzt also. Ja, roll du ruhig irgendwo hin. Juckt mich nicht mehr. Juckt mich nicht mehr. Ciao. So, jetzt einmal das Splash Damage. Dings. Das ist sehr geil. Das liebe ich. Und dann den Schlüssel. Und dann gucken wir mal, was uns das Ganze noch bringt. Nice. Bald sehe ich meine Tränen vor allen anderen nicht mehr, aber es ist dann halt so. Okay. Die Bombe könnten wir uns theoretisch dann... Nee, Quatsch, ist ja ein Spacebar-Item. Ich habe nichts gesagt. Ist Blödsinn. Kompletter Blödsinn, nevermind. Ich habe nichts gesagt. Ich würde vielleicht das HP ab noch holen. Einfach um zu gucken, was dann da drunter auftaucht. Und es ist halt kein schlechtes Item. 7 statt 5.
okay, ne? Kann man machen. Für 15 würde ich es nicht mehr kaufen, weil es halt nur ein Herz ist. Okay, ab in den Kampf. Das sollte erstmal machbar sein ohne schwarzes Loch. Ich will jetzt halt die schwarzen Herzen noch nicht komplett aufopfern. Und solange wir klarkommen, warum sollte ich sie dann opfern, ne? Okay, jetzt sind es ein bisschen viele. Jetzt gehen wir mal hier in die Mitte. Wen juckt es? Niemanden. Ja, cool. Okay, irgendwas habe ich verloren. Ein Scapegoat habe ich dazu bekommen. Ach, shit. Voll reingerannt. War richtig dumm wieder. Aber jetzt sind sie alle down. Jetzt sind sie alle down. Ach, ihn habe ich dazu bekommen. Ja, ist in Ordnung. So. Dann gebe er mir das HP ab. Ja, da drunter wären Tiers ab. Hätte ich mir auch nochmal geholt, aber werden wir nicht mehr rankommen. Da werden wir nicht mehr rankommen. So, was kommt jetzt? Okay, das passt. Einfach ein bisschen den Bomben ausweichen, dann ist alles cool. Die sprengen sich einfach selbst. Das ist voll in Ordnung. Ja, alles easy. Dadurch, dass wir so viel schießen, schießen wir sowieso die ganze Zeit die Bomben von uns weg. Und dann haben wir eh noch den Slow-Effekt um uns rum. Es passt jetzt. Muss ich nur hoffen, dass halt ein Dings dabei rauskommt. Ein Engelraum. Aber auch ein Satanraum will ich natürlich betreten. Denn es könnte ja schwarze Herzen drin sein und sowas. Oder eine Truhe. Hier ist ein Satanraum. Auf geht's. Das ist. Wir haben eine recht hohe Tiersrate. Wir könnten Brimstone, denke ich, schon recht schnell und oft einsetzen, aber. Boah. Ich habe schon wieder das Geld ausgegeben für den Engel. Oh mein Gott. Ich will das Engel-Item einfach scheinbar nicht haben. Scheiße. Würdet ihr das jetzt kaufen? Ich bin so überfragt. Wait a moment. Wait a moment. Wir haben doch Dings. Wir haben doch hier, weißt du schon. Die Cross-Dings, ne? Dann schießt er ja vierfach. Denke ich, kann mir das leisten. Denke ich, kann mir das leiden. Wir probieren es aus. Es ist unsere erste Runde mit Bethany. Scheiß drauf, wenn es schief geht. Ja, guck mal, wie schnell ich das aufladen kann. Die Tiersrate ist halt echt gut. So. Ja, Problem ist, ich bräuchte noch eine Münze. Scheiße. Ah, oh, das habe ich wieder dumm gemacht, ne? Fuck. Eine Münze bräuchte ich noch. Habe ich noch den Dings-Effekt? Nein, Leo ist weg. Okay, Leo ist weg. Oh, ich habe übrigens nur noch zwei Flammen um mich rum. Ich habe ganz viel verloren. Oha. Dieses fällt einem nämlich gar nicht so schnell auf. Ach Mann, mir fehlt wieder eine Münze. Wenn jetzt da was Geiles drin ist, ärgere ich mich wieder zu Tode. Shit. Na gut, ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, habe ich doof gemacht. Ich denk da nicht dran. Weißt du, das ist so dumm. Da habe ich die Staircase, ich habe Steam Sale und ich kaufe einfach hier ein, anstatt da oben. So, was wäre drin gewesen?
Spannung steigt. Vielleicht kriege ich ja hier noch eine Münze. Eine Münze. Zu gütig von dir. Zu gütig von dir. Protection ist immer gut. So. Das ist auf jeden Fall das, was wir kaufen werden. Können wir gleich mal gucken, wie gut das hier läuft. Sehr gut läuft das hier. Sehr schön. Okay, dann gehen wir in den Kampf. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ey! Irgendwas habe ich verloren wieder. Die Frage ist halt immer dann auch, wie wirkt sich das gegen Dings aus, ne? Das ist halt das Nächste. Nice. Okay. Aber Energie... Shit! Wollte ich nicht. Das war ungünstig. Huch. Okay, hoppala. Ja. Jetzt nachdenken. 7 Münzen brauche ich noch, wegen der letzten Treppe. Diesmal denke ich an die Treppe. Okay, die Schlüssel brauche ich absolut nicht kaufen. Schlüssel kaufen ist kompletter Quatsch. Dann kaufen wir jetzt gar nichts mehr. Dann habe ich auch noch Herzen. Dann habe ich auch noch Geld fürs Herz. Fürs blaue Herz. Die Energie ist nämlich nicht geil. Also die Energie, die wir jetzt haben, ist nicht geil. Muss ich leider so zugeben. Wait a moment. Das sprengt mir doch alles in die Luft, ne? Die ganzen Dinger hier werden noch gesprengt. Ihr könnt noch mal Geld geben. Dann hole ich das jetzt einmal kurz. Oh, da ist sogar der Geheimraum. Ja, dann haben wir noch deutlich mehr Geld. Das war mal eine gute Idee. Das war mal eine stabile Idee. Dann können wir jetzt ja sogar noch hier das Damage abkaufen. Ich brauche 7 Münzen, müssen übrig bleiben. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist in Ordnung. Jetzt ist gut. Jetzt lassen wir es mal so. Jetzt lassen wir es mal so und gucken. Ich muss ja noch hier den Kampf überstehen erstmal jetzt. Hey, was? Du Drecksvieh.
kommt der da einfach aus dem Nichts an? Meint Ärger zu machen. Aber nicht so gut jetzt energietechnisch. Oh, shit. Okay. Hier kann ich nichts mehr machen. Energie ist nicht so geil. Ach, Energie ist nicht so geil. Aber was willst du tun? Wir hauen ab. Wir hauen ab. Und hoffen, dass noch ein geiles Item kommt. Buddy oder so wäre jetzt super. Nehme ich auch. Zwei! Und mit Glück noch irgendwas hier von dir. Okay, dann nicht. Hätte ja sein können. Bevor wir jetzt da reingehen, setzen wir natürlich jetzt ein paar Mal Lemmageddon ein, um zu gucken, was für Items wir kriegen, weil wir haben gerade gar nichts mehr. Ledge Key, Luck Up. Speed Up. Damage Up. Nochmal. Einmal kann ich noch. Oh, okay, es kommen manchmal auch die gleichen Items. Auch interessante Geschichte. Muss ich nur schauen, dass ich möglichst lange die Dinger um mich herum behalte, weil die ja auch gleichzeitig mich schützen. Ach, ich Dummkopf! Ja, sorry, ich habe gerade nicht nachgedacht. Ich habe ja noch Devil. Ah, sowas hasse ich ja, wenn ich sowas vergesse, ne? Sowas hasse ich ja. Ja, zum Glück habe ich nicht ganz zum Schluss dran gedacht. Allerdings habe ich dafür, dass ich dran gedacht habe, bezahlt mit einem Treffer. Nicht so geil war. Kritisch. Hilfe. Oh Gott. Oh, ich weiß nicht, wo er stehen kann. Ach, shit. Mann! Gestern hat mir Jan noch gesagt... Yikes. Dass der immer
dass die Dinger immer da runterkommen, wo er entlang gesprungen ist und ich lerne es einfach nicht, ne? Juckt es ihn? Nee. Oh, die Bomben juckt es. Ja, dann kann ich jetzt... Ja, okay. Nein! Bruder. Ciao. Nicht ganz so knapp wie beim letzten Mal mit einem halben Herzen, aber doch nochmal knapper geworden. Doch nochmal ein bisschen knapp geworden. Aber Bethany, cooler Charakter. Wird im normalen Spiel auch, glaube ich, ziemlich viel Spaß machen. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.